Wir haben von vielen Yogis gelesen, die durch die Zeit gereist sind. Im Bruchteil einer Sekunde sind sie von Indien nach China gereist. Das ist der Ort, an dem einige der... Aber zu jenen Zeiten ist niemand nach China gereist. Nur heute reist jeder nach China. Sie können im Bruchteil einer Sekunde reisen. Ist diese Reise nur eine Reise durch den Geist oder den Körper? Oder wenn eine solche Reise geschieht, ist das möglich? Zeitreise. There's no need to travel. Es gibt keinen Anlass zu reisen. Zeit und Raum sind eine Illusion, die von deinem Verstand erschaffen wird. Wenn du das transzendierst, dann gibt es kein Hier und Dort, gibt es kein Jetzt und Dann. Wenn du also so bist, wenn es bereitwillige Empfänger gibt, schau genau jetzt, angenommen, wir haben hier einen Sender. Schau, gerade jetzt passiert es tatsächlich. Ich spreche hier. Schau, keine Kabel. Diese Kabel sind nicht mit mir verbunden. Siehst du? Keine Kabel. Ich spreche hier. Es kommt überall heraus. Keine Kabel. Weil es sich überträgt. Weil es sich überträgt, ist das, was ich hier spreche, überall zu hören. So, your ability to transmit yourself. Deine Fähigkeit, dich selbst zu übertragen, inwieweit du es kannst, hängt also einfach davon ab, inwieweit du nicht bist. Ist es körperlich, ist es mental, ist es dies, ist es das? Das sind alles Einteilungen, die von deinem Verstand gemacht werden. Kannst du exakt unterscheiden, wo dein Körper ist und wo dein Geist ist? Wir können in einem solchen Kontext nur aus Gründen des Verstehens sprechen, nicht aus Gründen der Wahrnehmung, nicht aus Gründen der Erfahrung. Du kannst weder deinen Geist noch deinen Körper noch irgendetwas sonst separat erfahren, nicht wahr? Wenn du keinen Geist hättest, könntest du deinen Körper erfahren? Hm? Nein. Weißt du also, wo dein Geist jetzt ist? Weißt du das? Nein. Es ist also einfach du. Verstehst du? Der Rest ist nur ausgedacht. Du ist genug. Denke dir nicht zu viele Sachen aus. Denke dir nicht zu viele Sachen aus, weil du damit das ganze Thema nur durcheinander bringst. Anstatt das Thema zu vereinfachen, bringst du das Thema durcheinander. Du verkomplizierst das Thema. Also Zeit, Raum. Das alles wird in deinem Kopf ausgedacht. Solche Sachen existieren nicht. Wenn du einfach hier sitzt und kein Opfer deines Verstandes bist, was hier ist, ist dort, was dort ist, ist hier. Du bist nirgendwo hingegangen. Alles wäre hier, das ist alles.